Joa, hi, willkommen. Mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. Ja. In dem letzten Part haben wir gesehen, was aus Espel geworden ist nach 7 Jahren. Wir sollen hier im Orlenwald ein kleines Dorf untersuchen, was angegriffen worden ist oder. Ja. Tja, ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob ich gespoilert habe oder nicht, aber 15 Minuten, mein Gott. Ja. Bin nochmal zurückgegangen, um zu speichern, und es dreht sich gar nicht um. Hab hier noch einen Skit entdeckt. Ja, ich bin nochmal zurückgelaufen. Ich habe zwischen der Aufnahme gespeichert wegen der letzten Aufnahme und kaputt und nicht schön. Und hier ist ein Skit. I can't mess this up. I must prove my worth to Captain Malik. Problem? Not at all, sir. I'm ready to proceed. Asbel, I'd like you to take the lead until we reach Orlen. The lead, sir? I need to see what you're capable of. If monsters come, I will provide support only. Remember that fleeing is always an option if things go badly. Understood, sir. But rest assured, I will not flee. Don't be foolish. A knight must always know when he's overmatched. I will not think any less of you for it. Regardless, I won't flee. forgive me, sir. I'll make preparations to move out. All right. Alles klar. Steht hier, kann ich nicht lesen. Er ist anscheinend auch nicht. Und ja, vom Elf mit der Pulsjagd. Rostiger Nagel. Ja, pro Minute Wahrscheinlichkeit von 75%. Ich werde jetzt einfach nur was ganz Billiges hier rein tun. In Hoffnung, dass es sich verdoppelt, weil dann erhöht sich auch die Kapazität des Mixers. Ja, ich glaube, ich habe wirklich gespoilert mit dem Angriff auf Orlen. Aber. Ich meine, es wurde erwähnt, dass die Leute verschwunden sind. Also irgendwie müssen sie verschwunden sein. Und du. Ja, im letzten Part habe ich sehr viel erklärt. Und ehrlich gesagt habe ich jetzt keinen Bock mehr, irgendwas zu erklären. Aber naja. Muss ja wohl. Ich weiß noch nicht, wie ich mit Espel kämpfen werde. Wie dementsprechend auch seine Entwicklung abläuft. Aber ich werde gemischt. Jetzt kommt natürlich kein Tutorial. Jetzt hätte ich erklären können, wie ein Bekloppter, ne? Danke. Boah. Vorhin die ganze Zeit die Tutorials. Ich konnte überhaupt nichts erklären. Jetzt kommt gar nichts. So. Ich werde versuchen, so viel Ziel wie möglich zu beschaffen. Um euch alle Angriffe, alles sonst was zu zeigen und so weiter und so fort. Aber ich werde keine Versprechen machen. Ich werde aber natürlich versuchen, alle Sidequests und so weiter und so fort zu machen, um euch alles zu zeigen. Also, ich werde euch versprechen, es zu versuchen, aber ob es dann auch wahr wird, naja. Da. Ja, geil ist, wenn er sein Schwert wegsteckt. Bam. Und Info zu Attributen. Okay, ja. In Kurzform ausgedrückt, jeder Angriff hat hier rechts anorganisch Teufel, Klingelnieb Wirkung. Das bedeutet sozusagen, dass diese Angriffe, warum ist das auf manuell schon wieder eingestellt? Auf halbautomatisch, aber doch manuell. Und ja, jedes Monster hat hier irgendwie keine Ahnung. Kämpfen wir zum Beispiel gegen Teufelsmonstern, ist Dämonenzahn dagegen effektiv und so weiter und so fort. Aber darauf achte ich normalerweise nicht, und wir haben eine Eisentunika bekommen. Die geben wir doch mal weniger P-Verteilung. Aber nur um 2 weniger. Egal. Eisentunika. Ja, auf die Attribute werde ich jetzt nicht so achten. Man schafft das auch wunderbar ohne Attribute. Es kann doch manchmal helfen. Ja, und ein Turtles. So, und hier können wir den Mixer laden. Genug Geld, also her damit. Oh, okay. Ich bin optimistisch nach dem Training im Kinderark. Und wir haben eine Entdeckung. Moreno Blumen. Material. Und Blumenkinder. Hold on. Yes, sir. Hübsche Blumen. These are Moreno flowers. Ich möchte eine haben. Absolution, and you have the raw ingredients for a holy bottle.
Wait here a minute. I've studied for 7 years and I still didn't know that. Am I really ready to become a knight? What's on your mind? Nothing, sir. It's just you're so knowledgeable about everything, and it makes me doubt myself. Knowledge for its own sake is meaningless, but this is information that can help you to protect yourself and others when you become a knight. Remember it. Sir. Ja, da kann ich mal direkt zeigen. Er hat gesagt, ein Wasser der Vergebung und eine Marino-Blume, wie auch immer. Und dualisieren. Durch dualisieren kannst du einen... Habe ich das noch nie gemacht? Egal. Eine Marino-Blume und Wasser der Vergebung. Vergebung. Dadurch bekommen wir einen heiligen Trank. Heilig! Geil. Kombinieren. Kombinieren ist eine Art des Dualisierens. Ja, okay. Habe ich das nicht schon mal erklärt? Also hat man so Gegenstände hier fusionieren kann, dann müsste ich doch irgendwann mal erwähnt haben. Ja, Gegner. Da. Aua. Nee, da wollte ich nicht sagen. Die Selbstkontrolle abschauen. Ich habe ehrlich gesagt nicht so viel Zeit jetzt gerade zum Aufnehmen. Hey. Nutz mal was. Eiskalt hier. Absolut mir eingesetzt. Ich hab's ja. Ja, so lange wollte ich eigentlich nicht aufnehmen. Aber naja. Ich wollte jetzt eigentlich nur noch die 15 Minuten aufnehmen. Aber ich glaube, das wird ja ungünstig vom Schnitt her. Weil ich noch weiß, was jetzt gleich kommt. Aber naja. Na scheiße. Einfach alle Truhen öffnen. Damit sie auch gezählt werden. Da! Elfmixer produziert. Rostgranate. Ja, damit haben wir auch die Kapazität von unserem Elfmixer. Geil! Ich weiß übrigens nicht, was das Maximum ist. Ich weiß noch, wie weit ich letztens war, aber das verrate ich euch da nicht. Ja. Was das hier ist? Ja, man kann auch Bücher da reinpacken, dann kriegt man mehr Bücher. Oder auch nicht. Ja. Aber das zeige ich euch dann nochmal. Jetzt erstmal. Was packen wir jetzt noch rein? Ein Morschereister. So, und hier ist nichts. Kein Skit, nix. Ja, vielleicht kommt das doch hin. 8 Minuten. Captain Malik, it's an honor to have you here, sir. Yo. What have you learned? Early reports on the missing villagers appear to be true, but we found no trace of them. It looks like there was a fire. So it does. A bad one from the state of things. Any connection between the fire and the missing villagers? We're looking into that right now. If you could lend a hand, it would be much appreciated. You heard them, Asbel. Yes, sir. Is this the cadet we've been hearing about, Captain Malik? This is Asbel Lant. Today is his first field mission. It's an honor to meet you. Ich bin nur der Praktikant. Alright, also beachtet mich nicht. First we'll split up and take a look around. Nee, dann nicht mal zurück. Hallo, hallo. Was soll das? Let me know ASAP. Yes, sir. Voll unhöflich. Als wär's ja echt ein Praktikant. So. Ja, ich würde das gerne so schnell wie möglich erledigen. Und das Zeit nicht passt. I shouldn't call the captain until I know where that noise is coming from. Ja, bestimmt nur der Wind. Where did it go? So, ich glaube jetzt nächstes Mal war hier. What in the fu- Was hey. That a dog? Or maybe a wolf? Hund oder Wolf? Jetzt sitzt er in der Falle. Damn. What the hell is this? We will survive. Komm her! Ui, aua. Ey, was soll das?
Hat zwei. Der Angriff bringt zwei. Why can't I hurt it? I'm not about to. Wie die Wölfe here. Immer so abtanzen. It worked. All right. Öffne das Menü mit Dreieck und lege das Blitzart fest. Gerne. Das Nova-Attribut vom Blitz kann Nova-Varianten zerstören. Das ist anfällig für Nova. Nutze das zum Angriff. Da brauche ich aber nur, wenn er in Nova zuschießt. Wie ein Tank. Sonst kann ich normal angreifen. Aua. Oder auch nicht, weil er mich voll fertig macht. Ja, er macht mich fertig. Aber den Schaden schon. Der erste und inoffizielle Boss in. Ach du Kacke. Der wird nichts mit diesem Part. Oh Gott. Sag. Halt mich doch lieber an den Angriff. Au. Du Sack. Ach du Kacke. Das war gut. Da war schlecht. Hör auf damit. Naja, wird nichts in diesem Part. Mann. Noch keine Zeit. Hör auf, mir anzugreifen. Oh, das war blöd. Boah. Müsst ihr euch mal vorstellen, wir haben die ganze Zeit die Gegner weggeputzt. So, jetzt mache ich dich platt. So, jetzt kann ich nämlich wie ein Klopfer angreifen. Zack. Einfach alles machen und dich immer noch nicht töten. Ich lasse euch noch. Komm schon. Oh Gott. Nein. Komm schon, du oder ich. Bam. Ich habe eindeutig gewonnen, finde ich. Kenne einen Feind. Ja, okay. Schwachpunkte kann man da angucken. Oh, 2 Minuten. I finally beat him. Da war überhaupt nicht knapp. But what was that light from my hand? Überhaupt nicht. What is this thing? Ein Wolf oder ein Hund, hast du gerade gesagt. Did you slay this beast? Ja, war voll easy. It attacked without warning, so I defended myself. Und das problemlos getötet. Captain, do you think this creature is responsible for the missing villagers? Keine Ahnung, aber es war voll schwach. It's certainly possible. I found evidence of wild animal attacks while I was exploring the village. So wie schwache wie diese. This thing could have been part of a larger group, but we'll need more info to be sure. Boah, hast du gesehen, wie eiskalt der Viech platt gemacht hat? Ja, das war voll geil. Wir haben unsere Gratitude, Captain. Ich denke, wir können es den Rest des Weges nehmen. Verstanden. Asbel, wir sind hier. Danke für Ihre Unterstützung, Asbel Land. Natürlich, Sir. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Ihre Efforts may have unlocked the core of this little mystery. Captain Malik has chosen well. I look forward to having you in our ranks. Now, this boy is no knight. Not yet, anyway. What? Forgive me, sir. You're a lucky man to be trained by the captain himself. Do not waste the opportunity. Thank you, sir. I appreciate the advice. This ends your first. Ich möchte nicht hetzen, aber. Let's be on our way back to the capital. Ja, zur Hauptstadt. Sofort. Ja. Ich hätte nicht zeitlich knapp aufnehmen sollen. Ja, das habe ich mir gedacht, ist ein Skit, aber ich habe jetzt gerade keine Zeit. Deswegen würde ich sagen, ich beende den Part hier. Was es mit diesem komischen Licht in Asbels Hand auf sich hat, was ich vollkommen ignoriert habe, weil ich voll unter Zeitdruck stand, werden wir nie herausfinden, außer in den nächsten Parts. Aber wenn wir uns in den nächsten Parts sehen, ist das ja kein Problem. Tschüss!